Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir diese Fabrik hier gebaut, etwas mit Spaghetti-Fließbändern. Aber wir haben die pinken Fläschchen, wir haben fleißig damit geforscht. Und in der Zwischenzeit habe ich zwei zusätzliche Mods mit reingenommen. Einen für die Mini-Loader und einen für elektrische Eisenbahnen. Denn ein Problem, das wir haben, ist, dass wir jenseits die Zugverbindungen haben, die nicht direkt an einem Kohlefeld oder einer Kohleladestation dranhängen und dass uns so immer wieder Züge stehen bleiben, die Strecke blockieren. Und ich denke, auf diesen Strecken können wir elektrische Züge einsetzen. Da, wo wir Kohle haben, machen wir das mit Kohle. Aber dann reihen wir doch erstmal diese Forschungen ein, die wir hier brauchen. Die blauen und die hier. Und dann natürlich auch die Züge. Die zwei können wir machen. Und dann haben wir noch jede weitere Forschungen, die wir da auch noch machen können. Wir können alles machen, wo wir keine grünen Fläschchen dafür benötigen. Und wir sehen können, da ist noch einiges offen. Heute wollen wir aber den Grundstein für Logistik legen. Zum einen die Logistikroboter, und das sollte nicht allzu schwer sein, denn wir kopieren dafür einfach mal dieses Setup hier. Machen wir hier nach drüben. Und dann können wir hier das so anschließen, und dann brauchen wir die Kupferleitung hier auf dieser Seite nicht. Und alles, was wir hier dann effektiv machen müssen, ist die Rezepte austauschen für, wo sind sie, die hier, die sind für die Logistikroboter. Die hier sind für die Logistikroboter, aber die benötigen dieselben Materialien, um zu bauen. Einfach ein bisschen andere Rezepte, die wir dafür brauchen. Dann haben wir hier die Roboter. Hier brauchen wir das hier. Das hier unten bleibt sich gleich. Und hier brauchen wir die hier. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze anschließen. Hier oben an unseren Bus. Und wir bekommen die Logistikroboter raus. Und hier unten fehlt uns eine Stromverbindung. Und mehr machen wir heute nicht mit der Logistik oder mit den Robotern. Aber was wir machen wollen, ist hier diesen ganzen Krempel, den wir hier haben, Fließbänder, Greifarme, all das automatisieren wir, und wir haben das praktisch hier schon mal auf kompaktem Raum gebaut, aber ich denke, wir machen das hier nochmals. Ich hoffe, wir können das hier in diesen Platz hier reinquetschen, denn ich bin es leid, ständig Fließbänder und andere Dinge von Hand zu bauen, die wir auch automatisieren können.
etwas, was auch passiert ist seit der letzten Folge, ist hier auf dieser Seite haben wir das Eisenfeld völlig aufgebraucht. Und hier sehen wir, das letzte, die letzten Eisenreserven gehen da in Stahl durch. Wir haben das Eisenbahn an unserem Bahnhof angeschlossen und bald müssen wir dann auch Stahl anschließen, dass wir unsere Produktion aufrechterhalten können. Kupfer, da haben wir noch etwas, da Silikon haben wir sogar noch etwas mehr als Kupfer. Hier unser Kohlefeld, das ist auch leer. Und das Zinnfeld hier drüben, das leert sich auch ganz allmählich. Aber ich schließe jetzt erstmal die Bänder hier an und dann können wir mal sehen, wie bauen wir denn die Fabrik für all die Bänder und Greifarme auf, sodass das Sinn macht. Ja, wir werden sehen. Hier haben wir das Setup für die grauen Fließbänder. Und für die grauen, da brauchen wir eigentlich die Greifarme nicht, außer als Nebenprodukt für den Loader. Und was wir hier auch feststellen, da kommt ein wenig zu wenig Eisen durch. Insbesondere da wir ja auch noch am Forschen sind. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, hier ein zweites Band für Eisen zu legen. Und bei all den Abzweigungen müssen wir schauen, von welchem Band nehmen wir das, damit das Ganze auch etwas gleichmäßig verteilt ist. Ich denke, fürs Erste machen wir das einfach mal so. Alles, was nach oben geht, kommt vom oberen Band. Alles, was nach unten geht, kommt vom unteren Band. Und wahrscheinlich gehen wir hier jetzt bald die Förderbänder aus. Aber die produzieren wir ja bereits automatisch. Das heißt, da muss ich nur in die richtige Kiste greifen. Und dann können wir sehen, und von all den Geblinke hier seht ihr, was ich neu hinmache, packe ich dann gleich in rote Anbieterkisten, damit wir das bereits für die Roboterversorgung mit am Start haben. Wenn wir schauen, was brauchen wir hier für die gelben, ist eigentlich die Produkte von den grauen. Wir brauchen nochmals die Eisenzahnräder plus Zinnplatten, die können wir dann hier auf der anderen Seite durchlegen und dann kopiert sich das quasi dieses Setup einmal nach unten. Und für die roten ist es ähnlich, nur hier brauchen wir Stahlzahnräder und Bronzeplatten, Kobaltzahnräder und die Ringe plus Aluminiumplatten und da ist dann Titan etc. Nur für die, da machen wir noch die normalen Greifarme. Dann haben wir die schnellen. Denke nicht, dass wir filternde so produzieren müssen, aber ich denke, die Stapelgreifarme ab hier wären dann doch etwas, was wünschenswert wäre. Nun gut, ich warte hier, bis wir etwas Förderbänder haben, sodass wir ein zweites Eisenband legen können
und dann machen wir die Produktion für Gelb. Den gelben Verarbeitungsschritt haben wir nun auch am Platz, am Ort. Was uns hier allerdings noch fehlt, sind ein paar Untergrundbänder, damit die hier auch bis auf die andere Seite kommen. Und wir haben derzeit einfach zu wenig Durchsatz, dass wir bis hier hinten Eisen bekommen oder auch nur annäherungsweise genügend Zahnräder hier für die Untergrundbänder. Und ab hier wird es nun richtig interessant, denn wir werden hier haben wir die roten. Die brauchen die plus Zahnräder plus Bronze. Bronze, denke ich, machen wir hier entlang. Dann hier gegenüber die hier. Langer Greifarm, kurzer Greifarm. Und dann auf dieser Seite Untergrund. Langer Greifarm, kurzer Greifarm. Plus Bronze. Hier haben wir dann wieder die Belader. Der braucht Untergrund. Ah, der braucht auch Untergrund. Dann hier brauchen wir die Greifarme. Und dann hier haben wir die Greifarme. Und hier brauchen wir Bronze. Ich mache überall mal einen hin. Ah, hier brauchen wir keinen. Aber hier brauchen wir noch die gelben Schaltkreise. Und wir können hier mehr Substationen platzieren. Und hier haben wir einiges an Förderbändern in der Kiste. Hier haben wir die Bronze. Kommen wir von hier. Und dann brauchen wir hier noch die gelben Förderbänder. Die müssen wir einen weiter nach außen legen. Und jetzt habe ich hoffentlich ein paar gelbe Untergrundbänder, damit ich die nicht mehr von Hand bauen muss. Und hier brauchen wir davon was. Und das geht dann bis hier. Und jetzt fehlt mir hier ein Untergrundband. Und hier, ja, da haben wir einen langen. Und
Hier benötigen wir nochmal einen langen Greifarm. Der Rest kommt ohne aus. Und der Knackpunkt, zumindest bis wir hier all das initial bestückt haben, wird definitiv das Eisen sein. Sehr schön. Jetzt haben wir auch die roten. Hier machen wir auch noch überall Untergrundbänder hin. Denn hier benötigen wir auch überall Kissen, wo wir die fertigen Produkte reinlegen können. Und all das müssen lange Greifarme sein. Und die Forschungen sind nun auch fertig. Also wir können hier wahrscheinlich bald schon die letzten einreihen. Prozessoreinheiten, das sind die, das ist glaube ich die letzte Stufe. Verbesserte Batterien und Beacons. Dann hier kommen die ersten gelben. Wunderbar. Das heißt, für die blauen da brauchen wir Kobaltstahl. Die Zahnräder. Die hier und da brauchen wir dann die Kugeln hierfür. Und das führen wir hier ran und dann können wir hier den Ausgang machen. Und wenn wir das so machen, dann muss das lang sein. Und dann können wir hier wieder mit dem gleichen Setup weiterfahren für die Teiler brauchen wir dann die roten Schaltkreise plus hier brauchen wir auch rote Schaltkreise plus Aluminiumplatten, indem wir Kobalt nur bis hier benötigen, können wir Aluminium von dieser Seite zuführen und so etwas Platz sparen in der Vertikale. Und wie ihr seht, wie das funktioniert, ich kann dann grundsätzlich auch schon mal die die kann ich noch nicht anschließen. Und für die macht es wahrscheinlich wenig Sinn, die hier zu produzieren, denn die blauen Prozessoreinheiten, die werden wir an dieser Stelle gar nie auf dem Förderband haben. Die kommen irgendwo weiter hinten. Und ich denke, die höherwertigen Fließbänder, die werden wir wahrscheinlich nicht in so großen Mengen benötigen wie die klassischen hier bis blau. Aber ich baue das hier mal fertig und dann müssen wir einfach noch
Zeit vergehen lassen und irgendwann sind dann all unsere Kisten voll und wahrscheinlich sollte ich die Menge hier begrenzen. Nicht, dass wir hier unendlich viel Material in was auch immer verbauen, wo wir es gar nie benötigen werden. Von den meisten Produkten haben wir inzwischen eine anständige Menge. Hier irgendwo bei den Förderbändern sind wir fast schon voll mit 2000. Hier am unteren Ende, da wird es noch ein Weilchen dauern, bis wir das Ganze nach oben durchgeschiftet haben. Und das Ganze ist etwas langsam, weil wir haben nicht allzu viele rote Schaltkreise. Wenn wir mal schauen, warum das so ist. Die Förderbänder sind einfach zu langsam. Da könnten wir jetzt aber mit gelben Förderbändern hin und das Ganze beschleunigen und dann sollten wir mehr rote Schaltkreise rausbekommen. Aber ich denke, ich werde das noch eine Weile laufen lassen, bis wir hier wirklich voll sind. Und dann punktuell können wir optimieren mit Förderbändern. Wir müssen auch schauen, hier für Eisen haben wir inzwischen zwei Förderbänder. Für Kupfer haben wir immer nur noch eines. Aber ich habe das Kupfer von unserem Bahnhof mit angeschlossen, denn hier bekommen wir einfach zu wenig Erz raus, als für das, was wir brauchen. Und wenn wir hier das Band verfolgen, das Kupfer auf dem Band, das dünnt sich dann doch recht schnell aus. Somit Kupfer dürfte wahrscheinlich etwas sein, was wir alsbald auch mal verdoppeln müssen. Aber nächstes Mal werden wir uns darum kümmern, was wir hier mit den Logistikrobotern anstellen können, denn dafür haben wir hier die Produktion initial hingestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wo wir mit Logistik weitermachen. Also bis dann und tschüss!